Voll leger hier so. Muss ich hinsetzen auf das Deck? Keine gute Hose. Die ist grau. Der Boden ist grau. Ja, Frankie. Schön, dass wir uns wiedersehen. Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Danke, Ishimuro. Ich wollte euch Berlin zeigen. Ja, super. Sehr nett. Falsche Richtung Berlin. Der Tacho geht angenehm weit. Das ist ein bisschen zu schnell eigentlich für mich, aber ich glaube so, wenn ich nur so auf die Hälfte des Tachos gehe, dann bin ich noch safe dabei. Also man soll ja... Ey, für die Stadt. Desto größer der Hubraum, desto sinniger fährt man damit, habe ich gehört. Deshalb... Steck ihn rein. Wäre nicht so gut. Steck ihn rein. Ja. Weiß aber nicht, ob er richtig drin ist. Das hört man meistens. Ja, wenn sie auf den Boden aufschlägt dann am Ende, ja. Moment mal, wie machst du es denn? Redet ihr gerade vom Gleichen? Hallo? Ja. Ja. Ja, schon wieder. Müssen wir jetzt schon sagen, das erste Mal sehen? Oh, du hier! Ja, ich schlaf noch halb. Ich wurde früh geweckt mit Scheißmusik. Was hast du denn gehört? Weiß ich nicht, das war merkwürdig. Nein, das war okay. Aber was ihr davor gehört habt, war schlimm. Was habt ihr schon gemacht? Wir sind rein, haben uns durch die Merch-Halle haben wir schnell abgekürzt. Weißt du, wir hier in Halle 3? Weil das geil aus. Mir wurde mein Frankie weggenommen. Aha. Ja. Wer sind Sie? Sind Sie etwa einer von den Freedom Chasers? Genau, der bin ich. Wie kommen Sie da rauf? Stellt sich dahin. Sag mal, Frankie, ja? Ist dir da was aufgefallen? Ja, wir haben eigentlich eine geheime Corporation gegründet. Und hier bin ich auch. Und weg war er. Wir gehen so unauffällig davor und dann so, ihr habt aber schöne Logofarben und eine schöne Idee für eure Männchen. Ich weiß gar nicht, wo ich die schon mal gesehen So, wir sind jetzt schon ein bisschen rumgekommen. Ist mal wieder sehr interessant, muss ich sagen. Was fandest du bisher oder beziehungsweise was fandet ihr bisher am geilsten? An Motorrädern oder an der Location? Weil an der Location ist das hier der coolste Gang mit einer geilen Textur an der Wand und einem geilen Licht. Wollen wir uns mal vor die tolle Wand stellen? Was ist denn Textur da drauf? Das sieht einfach nur grungy aus und guck mal, wie schön das Licht von oben reinfällt und alles. Das ist alles allein nach oben gucken. So. Oh.
Thumbnail. Aber ein Motorrad, die geht erstmal wieder. I'm so in love with you. Clean and burnt as I'm so in love with you. Aber so schön bei Landstraße und so ein Feldweg. Ja. Das ist geil. Wie geil ist das? Ich würde sie lieber nehmen als die S1000RR. Ich überlege gerade, was man dir antun kann für diese Aussage. Das scheiß Motorrad. Ich finde, die GS 1200 sieht, funktioniert immer und ich habe immer Bock, sie zu fahren. Und normal ist nie. BMW S1000R und Z900 und Z1000. Freut euch schon auf die Doppelprobefahrt. S1000R versus BMW 1200 GS. Wunderschönes Gesicht. Oh, gib es mir! Gib es mir! Genau. Wir sehen jetzt was ganz Besonderes, nämlich hat der Vlocki hier einen Kumpel und er hat sich so einen Transporter umgebaut als Wohnwagen-Motorradgarage und er hat kein Haus mehr. Er wohnt einfach da drin und das könnte tendenziell interessant sein. Vielleicht ist es auch gruselig und ihr werdet dieses Footage nie sehen. Oh, da vorne läuft er. Okay, das ist mega cool. Also wir haben Heizung. Oder? Ja, vielleicht? Geh ruhig rein. Pass auch mit Schuhen rein. Hier ist ja zum Glück der Fußtreter. Ja. Kannst du auch mit rein? Ja. Alter, wie geil dieses Moped da drunter steht. Und da oben? Alter, das ist richtig nice. Hast du, oh, da ist sogar Licht hier drin. Huch. Oh, da ist der Wecker mit einem Smiley. Ja, der Smiley muss drauf sein, sonst mache ich den kaputt. Kaffee ist wichtig. Das ist, ich muss Küche? Also, dass das reinpasst, ist eine Frechheit. Naja, ist halt abgemessen, ne? Kannst du jetzt Ausstellung hier? Ich hab schon geguckt. Das ist cool. Oh shit. Oh Gott, ich bin zu fett. Wir nehmen das Dach vom Vito abbauen. Oh, viel mit Glück. Das ist auch cool. Ja. So. Seit November bist du einfach in dem Ding hier. Warte, krieg ich so weit rum? Sieht man was? Sag mal, sieht man was? Ja, dunkel, ne? Geht so. Wink mal, Blog, wink mal. Ja, jetzt sieh mal. Du, komm, ja. Das liegt wahrscheinlich an meiner blauen Dunstwolke hinter mir. Ach so, okay. Das ist auch ja gut. Schön. Oh, ich müsste doch normalerweise Plakette Totenkopf kriegen. Geil.
Du hast coole Freunde. Danke. Ja, muss man sich ein bisschen angewöhnen. Was ist denn hier? Hä? Er hat es gerade von innen aufgemacht. Ach so. Hat wahrscheinlich Gründe gehabt. Ist hier kein Hebel mehr dran? Nein. Ach so, ich wollte gerade so, hä? Der ist mir abgebrochen, aber ich hatte auch nicht vor, den zu reparieren, weil... Oh, wir hatten einen blinden Passagier. Habe ich noch irgendwo ein Ticket über? Ein Ticket über? Ein Ticket für? Tada! Werbung im Yes. Und jetzt hast du schon eine Hand. Jetzt ist jetzt zu spät. Willst du zufällig noch Bahn fahren? Wir haben noch zwei Tickets. Haben nee. Wir. Ich fahr zwar Bus, aber ich brauche kein Ticket. Oh. Sieht man das von außen? Perfekt. Ja, warte. Hängst das auch noch daneben? Von jedem eins? So. Irgendwo hast du einfach nur noch eine Collage. Ich darf nur das Fenster nicht aufmachen. Flupp so. Weg. Sehr gut. Komm, dann mach ich dich da auch noch mit rein. Feine Sache. So. Haben wir jetzt gerade eine Runde gegessen hier in unserem tollen Gang. Da schleicht sich jemand an. Der Blog. Fuck, Alter. Nee, war schön, dass du hier warst. Ja. Nicht. Man sieht euch alle, es ist Weitwinkel. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, wir sind durch, ne? Frankie meinte... Die Hand aus meinem Gesicht. Frankie meinte, ja, größer sind die BMT nicht. Machen Herz alle, Frankie. So, mehr gibt es anscheinend nicht zu sehen. Wir wollen jetzt mal eine Runde rumgucken, ein bisschen auf die Bikes setzen. Aber da ist das eher hinderlich, denn noch eine Kamera in der Hand zu haben. Können die mal alle meinen Bart in Ruhe lassen? Sollen wir an eine andere Behaarung gehen? Die ungefähr genauso lang ist. Und grau. Gudi. Ja. Fickt euch. Dann verabschieden wir uns, oder? Ja. Gute Nacht. Ja, das würde ich sagen, das war's das für dieses Video. Tschüss! Und dann sag ich auch, haut die rein. Klaue ich dir dann für mein Auto. Grüß die Enten. Haut rein, grüß die Enten und tschüss! Und alle so, was machen die da? So, und jetzt mache ich nochmal das Auto für mich. Ja, feine Sache. Wie der Blog mal sagt. Wie manch minder bemittelte Menschen sind.